Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Im letzten Part haben wir hier im Tempel des Tropfens weitergemacht und haben die Lampe hier gefunden und haben festgestellt, hey, ich habe aufgenommen, ohne dass ich mein Headset eingeschaltet habe. Hurra! Aber jetzt ist mein Headset eingeschaltet, oder? Headset, bist du eingeschaltet? Ja, es ist eingeschaltet. Wunderbar. So, jetzt können wir endlich weiterspielen und ich muss nichts nachsynchronisieren. Ach, ist das nicht toll. Ist das Leben nicht schön, Leute? Ich brenne und kann mich nicht bewegen. Danke. Und tschüss, tschüss, tschüss. Okay. Okay. Und ich habe auch etwas gegen meine Gähnanfälle unternommen. Ja, gegen die habe ich nämlich auch etwas unternommen. Da ich gemerkt... Da ich gemerkt habe, dass ich in den letzten Parts ein bisschen... ein bisschen viel gegähnt habe. Deswegen habe ich jetzt etwas dagegen unternommen. Und das sei jetzt. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Ah, lecker, lecker, lecker. Ich liebe Kaffee. Ich bin ein großer Kaffeetrinker, muss ich dazu sagen. Klingt vielleicht komisch, weil oft ist es ja so, entweder mag man Kaffee oder Tee. Ist bei vielen jetzt wenigstens so, die ich kenne. Aber mal, ich mag beides. Aber selbstverständlich, liebe Leute, geht nichts, aber auch wirklich... warte mal, wo sind sie denn? Nichts, aber auch wirklich gar nichts über einen leckeren Tee. Zum Beispiel leckeren Fencheltee. Dann den hier nur eins nach unten schieben. Sonst verbaut ihr es euch. Und jetzt einfach hier, blum blum. Und den hier auf die Seite schieben. Und wunderbar, alles geschafft. Ach, der Teil. Ich erinnere mich. Gut, wie war das? Dich kann ich da mal wegtun. Genau. Jetzt kommt die, jetzt ist die Frage, auf welches Feld muss ich den stellen? Lass mich mal überlegen. Ich stell dich auf das untere Feld. Ist es nicht eigentlich egal, ob ich dich aufs untere oder obere Feld stelle? Na, das sehe ich ja gleich. Ach komm! Dann machen wir es halt so. 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 Fuck, ich muss es so machen. Jetzt komm, kotz mich halt an, Link. Dann machen wir es halt so. Hier so. 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 Ganz, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Die Zeit läuft mir davon. Die Zeit läuft davon. Nein, 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 nein. Nein! Die Zeit ist noch rechts. Ich war rechtzeitig aus. Scheiße. So. 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 Zack. Zack. Jetzt ganz, ganz langsam, ganz, ganz langsam, ganz langsam. Zack, 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 zack. Und rüber da, rüber, 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 rüber. Oh yeah, Baby, geschafft. Oh, wow, wir sind einfach gut. Ja, sehr schweres Rätsel. Oh mein Gott, wie bin ich nur auf diese Idee gekommen? Dieses Rätsel war absolut unlösbar. Und oh mein Gott... wie kann ich diesen Felsen nur verschieben? Hier ist doch nichts. Huch, wo kommt denn das her? Gott, ich liebe dieses... ich liebe diesen Tempel. Dieser Tempel ist einfach nur noch geil. So. Oh. Das. Das könnte dauern, Leute. Denn wir müssen... wie ihr...
sehen könnt. Ja, ja! Gerade noch geschafft. Oh, Baby. Mann, bin ich mal wieder gut. Ich habe ein bisschen früh getaucht. Ist hier vielleicht irgendwo am Grund des Sees was? Ist da unten was? Nein. Das ist nicht ein, das ist außerdem kein See, sondern eher ein kleiner Tümpel, will ich schon beinahe sagen. Aber ist ja auch egal. Nein, ich wollte die nicht aktivieren. Und nein, was will mit dieser unglaublich, was will mit dieser Pfeil nur sagen? Will er mir sagen, dass ich hier eine Bombe legen soll? Nein, er will mir sagen, dass ich da drei Bomben legen soll. Denn drei sind besser als eine. Boah, Mann. Und jetzt kill ich euch, ja. Yeah. Okay, ich brauche doch wieder meine liebe Lampe. Oh, das sind nur zwei. Gut, dann machen wir jetzt aber zuerst mal. So. Komm. So. 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 Denn die nerven nur. Ja, das hat dir gefallen, gell? Ja! Machen wir bei dir weiter, ja! Ja, das gefällt dir, gell? Das gefällt dir, darauf stehst du. Ja! Yeah! Und der erste ist down, yeah! Und dann kriegst du den noch! Oh, der hat überlebt. Fuck. Gut. Und tschüss. Und stirb. Gut, die haben wir beide erledigt. Nicht gerade souverän, aber egal. So, jetzt können wir hier rüberrennen. Wunderbar. Und ich kann mir kurz killen und hier hoch. Jetzt müsste, glaube ich, hier müssen wir hier schon irgendwie beim Eingang sein, oder? Eigentlich schon. Ja, wir sind beim Eingang. Wunderbar. Dann teilen wir uns hier kurz in zwei. Dann ist das Element befreit und wir können es uns nehmen. Okay. Tageslicht kommt hier rein. Das Element liegt offen. Oh yeah. Du hast es geschafft, Spike. Nun können wir uns das Element nehmen. Puh, das war harte Arbeit. Nanu? Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist das hier unten? Ein riesiger Oktorok wird auch aufgetaut und saugt das Element ein. Hm, was soll das denn? Dieses Krankengespenst hat das Element weggeschnappt. Hey, ich steh nicht dumm rum, Spike. Schnell, verfolge es. Noch nicht, Iselo. Noch nicht, denn es gibt hier noch zwei Kisten zu holen. Und laut Karte ja, ein Stock wird tiefer. Diese beiden Kisten wollen wir uns zuerst holen. Die holen wir uns auf einen anderen Weg, indem wir so und hier in den blauen Porter springen. So, jetzt müssten wir eigentlich in der Nähe von ihm sein. Ja, oder auch nicht. Wir sind komplett am anderen Ende des Tempels. Genau dort, wo wir nicht hinwollen. Vielleicht sind wir jetzt da, wo... Sind wir jetzt wenigstens irgendwo in der Nähe? Hey! Wir sind tatsächlich in der Nähe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann geht's jetzt hier mal weiter. Hätte ich dann eigentlich vorher schon holen können. Fuck. Ich depp ich. Oh, war das knapp. Und ich lieg schon wieder im Sterben. Da passt es mir ganz gut, dass der Boss eigentlich relativ leicht ist.
Ja, der Boss ist echt nicht schwer. So, wir müssen uns jetzt hier erstmal teilen. Und hier diesen Fels rüberschieben, damit wir hier durch können. Karte. Karte, bin ich jetzt hier noch richtig? Ja, bin ich. Oh oh, oh oh! Oh oh! Fuck! Fuck! Oh! Oh. Fuck, ich habe nur noch ein Viertel des Herz. Es sieht gar nicht gut für mich aus. Das sieht ganz und gar nicht gut für mich aus. Oh mein Gott. Ich habe nur noch ein Viertel des Herzens. Das muss ich echt aufpassen. Denn ich will ja die beiden Schätze noch holen. Oh. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Moment mal. Ich komme von hier gar nicht mehr darüber, oder wie? Wollt ihr mir das damit sagen? Ich glaube, das wollen die mir damit sagen. Tatsächlich, ich komme da nicht mehr rüber. Das ist scheiße. Das ist ziemlich scheiße. Bin ich den ganzen Weg jetzt nämlich gerade umsonst gerannt und hab umsonst meine ganzen Herzen verschwendet. Ja, dann kill mich halt. Game over. Ich bin tatsächlich Game over gegangen. Erbärmlich. Erbärmlich. Aber jetzt sind wir wenigstens hier am Eingang zum Tempel des Tropfens. Gut, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass ich da richtig bin. Wenn ich jetzt hier durchgehe. Aha, jetzt bin ich da. Also wenn ich jetzt nach rechts gehe. Ja toll, dann bin ich hier. Na, dann kann ich da aber nicht runterspringen. Ja, schön. Okay. Ach, also muss ich über einen Umweg dahin gehen. Schade, schade, schade. Und dadurch, dass ich diese Abkürzung gesucht habe, habe ich mir einen extremen Umweg gemacht. So. Ich glaube aber, hier könnten wir erstmal... Nein, 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 nein. Hier können wir erstmal ein paar Herzen holen. Das machen wir auch. Sehr cool. Gut. Und jetzt müssten wir, wenn ich mich nicht irre... halt, nach links müssen wir. Wir müssen nach links, glaube ich. Ja, ja, vertraut mir. Vertraut mir einfach, Leute. Das ist zwar nicht gerade schlau, wenn ihr das tut, aber tut es einfach mal. Ja. Ja, ja, ja. Hier sind wir richtig. Und zwar müssen wir jetzt da runter. Und hier runter. Sehr schön. Ja, ja, hier sind wir richtig. Wunderbar, wunderbar. Zack. Gut. Und, komm, komm her, tauchen. Wunderbar. Ja, das ist jetzt gerade nicht gerade optimal von mir gelöst worden, aber ist doch egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Und gerade verzeichnen wir Fortschritt. War da drüben überhaupt was? Nein, natürlich nicht. Da will ich doch gar nicht rüber. Halt, da ist was, da ist was, da ist was. Das ist der erste von den Schätzen. Sind das echt nur noch die zwei? Ja, das sind nur noch die zwei. Gut, und wo der andere Schatz ist, weiß ich.
100 mysteriöse Muscheln erhalten. Yeah. So. Aber ich sehe schon, der Part ist vorbei, Leute. Dann, ja, würde ich mal sagen, das war Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.